Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Spyro the Dragon in der Reignited Trilogy. Ich habe ja gesagt, wir gucken mal, ob es level-spezifische Bildchen hier gibt. Und tatsächlich, es gibt, also wir haben jetzt das Bild der Baumwipfel. Und ich glaube, die haben echt zu jedem ein Bildchen gemacht. Finde ich sehr cool. Gut, dann werden wir mal mit den Baumwipfeln beginnen, beziehungsweise weitermachen. Wir haben heute übrigens den 20.11. 8.40 Uhr. Ich werde auch heute nur eine Stunde aufnehmen können, weil ich habe noch ein bisschen was zu tun hier. Ja, vielleicht wird dieses Level diese komplette Stunde ausfüllen. Mal gucken. So, wir gucken erstmal, ob es hier was gibt. Nein, erst Metallkopf. Okay. So. Auch sehr schön hier die Nägel. Die sind nicht einfach draufgeklatscht, sondern die haben auch Reflexion. Sehr schön. Ach komm, fangen wir einfach mal an. Ja, sehr schön. Wir haben jetzt auch nicht mehr diese gelben Hoden. Oder grün, oder. Das sind jetzt diesmal richtige Beinchen. Gehen wir hier lang. Ups. Und es sind Bananen, mit denen sie schmeißen. Das sah vorher irgendwie aus wie Kelloggs oder so. Ja, ist okay. Hat's gemacht. Okay. Ach, guck mal, die Bananen fliegen noch hier rum. Ich glaube, das wird noch lustig hier. Ein Zehner. Lecker, ein Zehner. Da haben wir schon unseren ersten Drachen. Was hat der denn zu sagen? Isaac oder Isaac. Sparrow, wenn du am Ende einer Superladungsrampe springst, kommst du wirklich weit. Bin schon dabei. Oder Isaac. Hui. Huch, so weit wollte ich eigentlich gar nicht düsen. Aber gut, warum nicht, ne? Okay, das war's hier. Kiste haben wir zum Glück getroffen. Da habe ich, glaube ich, einen Edelstein vergessen, ja. Moment, ich will mal was ausprobieren. Okay, wir können uns nicht dran verbrennen, aber es wäre lustig gewesen, wenn das möglich gewesen wäre. Bla bla bla. Okay, das war das Hühnchen, was ich gerade gesehen habe. Ich dachte, das wäre der. Ich dachte, das wäre der Putzi da gewesen. So, die Frage ist jetzt. Achso, genau, hier. Ich wollte gerade sagen, wie kommen wir denn jetzt wieder zurück? Aber es hat sich erledigt. So, die eine Runde hätten wir schon mal. Dann machen wir jetzt die andere, ne? Meine Nase juckt. So. Das ist ja cool. War das vorher auch schon mal hier? Diese Dinger hier? Sieht schön aus. Ein Schlüssel. Ja, ich muss da ja eh gleich nochmal hin zurück. Wegen dem Eierdieb.
Die sehen irgendwie total verstrahlt aus, die Viecher. Oder Affen, oder was das sein soll. Oh! Ein schöner Pilz. Kann man noch nicht kaputt machen. Gut, wir nähern uns dem Höllentrip, wenn ich es mal so nennen darf. Lyle. Hallo Spyro, wenn du die fantastischen Baumwipfel sehen willst, hör nach einer Superladung nicht auf. Haben die das hier anders formuliert? Ich glaube schon, ne? Oh, was ist das denn? Das sieht ja cool aus. Schön. Gefällt mir. War das hier alles? Ne, da vorne steht noch ein bisschen was, aber... Das war quasi schon alles. Auf und davon, hopp. Das bestimmt irgendwie jeden Supersprint hier benutzen oder den Supersprint eine gewisse Anzahl, also eine gewisse Anzahl benutzen. So. Jetzt fängt der Spaß an. Ich weiß nur nicht mehr so ganz, wie das war. That is the problem. Aber ich glaube, Scheiße, ich weiß nicht mehr, wie das ging. Ich weiß die Route nicht mehr. Oh nein. Was los? Hat das mit. Ich glaube, das hat aber mit dem hier angefangen. Hallo, mach mich mal blitzungs. Dankeschön. Müssen wir erstmal gucken, wo wir hier hindüsen können. Ah, ich glaube, wir müssen da rüber. Okay. Probieren wir es einfach mal. Och, der Mond ist aber schön. Ja, ne? Gerade mal Zeit, was zu trinken. Ich glaube, das ist der richtige Anfang. Glaube ich. Auf jeden Fall für hierhin. Wie wir jetzt auf die andere Seite kommen, das weiß ich natürlich nicht. Lauf doch nicht weg! Dankeschön. 25. Bam, 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 bam. Hm.
Moment, wir müssen doch bei dem da oben anfangen. Eieiei, das gibt noch was hier. Aber ich glaube, wir müssen bei dem da oben anfangen. Bei dem, wo uns der Typ wieder auch gesagt hat, du musst mehr als einen benutzen. Hier lang. Hier, glaube ich. Dankeschön. Dann doch geradeaus und dann nach rechts rüberspringen. Aber es macht halt auch keinen Sinn, weil wir nicht zurückkommen. Das Problem ist, ich muss halt irgendwie da unten hinkommen. Man muss irgendwo eine ziemlich harte Kurve machen. Scheiße, warum... Oh, fuck. Ah, doch, ich glaube, ich weiß. Also wir müssen, glaube ich, die da nehmen, dann da hinten auf die Insel. Von dieser Insel da nach rechts. Und dann mit dem Sprung von da unten einmal hier drüben hin und von da drüben hier hin. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Ah, wir probieren es einfach. Wir haben ja ein paar Leben. Naja, also... Es ist auf diese Art möglich, auf die Schanze da zu kommen. Das ist jetzt nur die Frage, ob der Schwung dafür reicht. Ja, nice. Super. Wir holen jetzt aber jetzt erstmal hier den Drachen, falls wir runterfallen. Jet. Das war der Hammer, Spyro. Du hast viel gelernt, seit du ein junger Gleiter warst. Naja, du hättest dir einen leichteren Ort zum Festsitzen suchen können. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, dann fehlt uns nur noch der eine Eierdieb. Der kein Ei hat. Also, er hat wahrscheinlich schon ein Ei, aber... Das ist, glaube ich... Ah doch, wir haben alle. Ah, stimmt. Der eine, den wir da gesehen haben, der läuft ja dann die Runde und endet dann... Der erste war das, den wir hatten. Aber hier fehlt irgendwas, oder? Nee, 100%. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, dass da irgendwas stand von wegen... abgeschlossen, bla bla, so alles geholt. Na egal. Übrigens hier auch Nordlicht heißt das, ne? Sehr schön. Ab nach Hause. So, dann müsste ja jetzt, glaube ich, nur noch Metalhead fehlen. Glaube ich. Aber tatsächlich nur 15 Minuten gebraucht fürs Level. Ich habe gedacht, ich hätte mir da, würde mir da mehr einen Krampf machen. So. Gucken wir mal gerade nach. Ja, ich glaube, da fehlt echt nur noch Metalhead. Und dann können wir uns endlich die... angucken, anhören.
So, was? Hier gab es ja einen Punkt. Perfekt, okay. Das heißt also mal wieder nicht getroffen werden. Kann man bei dem überhaupt getroffen werden? Wo ich das jetzt sage, bestimmt auf jeden Fall. Und ich werde auch hundertprozentig getroffen. Alter, wie das Holz hier knarrt, ne? Ich finde das auch interessant irgendwie. Das ist hier so mittelalterlich irgendwie, so eine Burg. Und dann ist da hinten sowas Hochmodernes irgendwie. Ich weiß nicht, was es ist. Auf jeden Fall ist ein Kabel dran und es sieht sehr futuristisch aus. Interessant. Ich bin auch rübergesprungen hier. Du Affe, so. Das ist tatsächlich ja auch ein Affe. Und daher ist es keine... keine Beleidigung, weil es wäre genau, wenn ich zu euch sagen würde, du Mensch, du! Obwohl ich finde, wenn man zu jemandem sagt, du Mensch, eher noch was Positives irgendwie. Plotsch. Ach ja. Fliegen wir direkt da unten hin? Ich glaube schon, ne? Dann haben wir halt hinter uns. Uiuiuiui. Was war denn hier überhaupt? Entweder war hier eine Kiste oder hier war ein Schlüssel. Ich hoffe, hier war eine Kiste. Nee, ein Schlüssel. Scheiße. Ein Schlüssel, ja, danke schön. Weil da muss ich nämlich nicht mehr hierhin zurück. Da muss ich auf jeden Fall dran denken, dass ich da noch gleich runtergehe. So. Schlüsselchen für die Julia. Das ist sehr dunkel hier. Ich glaube, da ist aber auch nichts mehr. Okay, dann können wir wieder zurück. Huch. Einfach mal hart vorbeigesprungen. Ich weiß nicht warum, aber ich benutze sehr oft den rechten Analogstick, um die Kamera zu drehen. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie ist mir die Kamera hier im Spiel nicht nicht aktiv genug. Ich weiß auch nicht, ob es im ersten Teil so war. Ich glaube, da habe ich auch sehr oft gedreht mit mit R2, L2. Aber das ist jetzt auch nur eine Vermutung. Bin mir da nicht zu 100% sicher. Okay. Ich bin jetzt hier ein bisschen irgendwie unüberlegt an die ganze Sache rangegangen. Wie ich das hier... In welcher Reihenfolge ich das hier mache. Bin jetzt hier einfach durchgelaufen. Also wenn mir gleich Edelsteine fehlen, dann ist das kein Wunder. Okay. Dann können wir jetzt, glaube ich, schon das erste Mal zum Metalhead. Der hat ja, glaube ich, 2 Stufen. Sadiki. Metallkopf ist ganz gespannt, dich zu treffen. Greif die Strommasten an, um seine Stromversorgung zu unterbrechen. Dankeschön. Und wir haben schon alle Drachen gefunden. Gab es nur einen? Tatsächlich. Und schon 73%. Auch interessant. Also das da oben gab es nicht. Das Kabelgezumpel gab es hier, glaube ich, auch nicht. Aber es sieht sehr cool aus. Okay.
Ja. Wow. Nein. Wir wurden nicht getroffen, okay. So, verzieh dich. Okay, also steht einem Perfect bisher noch nichts im Wege. Also, dass wir vielleicht gleich mal verlieren. Also, was heißt verlieren? Dass wir gleich noch getroffen werden, aber die erste Runde hätten wir schon mal geschafft. Sieht sehr cool aus. Das erinnert mich irgendwie sehr an Crash Bandicoot hier, das Ganze. Also dieses Technikgezumpel und das da und... Okay. Dann, ab geht's. Sehr schön. Und wir haben den Fähigkeitenpunkt erhalten. Wunderbärchen. Wunderbar. Da bin ich doch ein wenig beruhigt. Gucken, ob wir das hier hinkriegen. Boah. Wenn das so weitergeht, auf jeden Fall nicht. Und die Kiste noch öffnen. Das sieht aus wie Waldmeister. Also das Getränk, nicht die Pflanze. Ich denke mal, Gegner werden hier jetzt keine mehr kommen. Ich habe mir gar nicht richtig Metalhead angeguckt. Ich war immer nur irgendwie auf die Umgebung so fokussiert. Schade, muss ich mir nachher nochmal im Video angucken. So, es kann natürlich sein, ja, dass da hinten noch was ist. Na, manchmal zieht er sich hoch, manchmal nicht. Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt. Spyro. Da. Das war so ein... Weiß nicht, wo da der Punkt ist. Und es fehlen 6 Stück. Super. Gut, dann Sparks. Ja. Aber es sieht nicht... Ja doch, es sieht schon ein bisschen danach aus, als ob der nach oben zeigt. Ach, Kacki, ich gehe einfach mal nach Hause. Also nicht nach Hause, sondern... Oh, guck mal, da liegt noch ein 5er. Ich weiß nicht, ob das vielleicht hier draußen irgendwo ist. Das muss irgendwo da vorne sein. Okay. Leider kann man das nicht während dem Rennen machen. Da werde ich doch nochmal da hochgehen. Vielleicht habe ich da doch irgendwas liegen. Ja, da liegt das offensichtlich. Ich habe den schon gesehen von hier unten, ey. Ja, aber wieder so versteckt im Gras, ne? An sich finde ich das eigentlich eine ganz coole Sache. Rohedelsteine. Yay, ab nach Hause. Und wir dürfen jetzt in meine Lieblingswelt, wo mir gerade der Name nicht einfällt.
Das ist auch, glaube ich, schon die letzte große Welt. Gut, wo ist denn... Ach genau, der war hier. Wie heißt du nochmal? Oh, ich fühle mich viel besser, seitdem so viele Drachen gerettet wurden. Cray heißt der gute Mann. Steig in den Ballon, dann zeig ich dir die Welt der Traumweber. Traumweber, Dreamweavers hieß die, glaube ich, ne? Bist du bereit zum Abflug? Jo. Ich denke mal, wir haben hier alles geholt. Jetzt müssen wir mal gucken, was ist bei den Dreamweavers. Ich meine, die hieß so, die Welt. Was es da so für Könnerpunkte gibt. Oh, da ist gerade irgendwas von der Waschmaschine runtergefallen. Die ist nämlich gerade am Schleudern. Himmel gefällt mir schon mal sehr gut. Pilzchen sind auf jeden Fall süß. Kannst du den mal wieder schießen, bitte? Ja, super. Sind das Frauen? Ich glaube, das sind Frauen. Frauen? Schön. Vor allem auch diese Welt halt wieder mit den... Aber das sind, glaube ich, fast alle Welten. Die so schwebende kleine Inseln sind. Ich stehe voll auf sowas. Okay, gehen wir erstmal hier rüber. Boah, hat der einen Arm. Es gibt so ein... Wie nennt man das denn? Ich nenne es jetzt einfach mal Metal-Tanz. Gibt ja Headbang und so ein Kram. Es gibt ja auch die Windmühle. Und warum hat der dickere... Der rechte Arm ist dicker als sein linker. Aber ich vermisse das... Es ist schade, dass das weg ist. Oder ich höre es nicht. Keine Ahnung. Spuktürme. Die werde ich auf jeden Fall nicht als erstes machen. Ich denke mal, es wird wieder auf das Fluglevel hinauslaufen. Weil das eigentlich relativ schnell gemacht ist. Dün, dün, dün. Der sieht natürlich auch cool aus. Der gefällt mir. Auch besser als im Original. Matzi oder Maisie. Die Narren in dieser Welt sind unbesiegbar, aber das heißt nicht, dass du sie nicht angreifen solltest. Das hört sich doch gut an. Hübscher Bart. Gut, dann wäre das hier, die kleine Insel hier schon mal erledigt. Oh, guck mal. Mann, ich will euch da was zeigen. Aber es sieht man auch hier ganz gut. Es ist überall noch so kleine andere Inseln da rumschweben, die man zwar nicht betreten kann, aber es macht halt schon was her, ne? Oh, vor allem mit dem Wasser da dran. Ah. Das ist auch eine echt schöne Welt hier.